Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Last of Us. Wir befinden uns gerade auf der Flucht mit Ellie, beziehungsweise wir wollen unsere Verfolger ablenken, damit sie Joel nicht finden, der derzeit verletzt in einer Garage liegt. Und wir wollen ihn deswegen beschützen und laufen darum weg. Ich lade kurz meine Schrot nach. Und dann werden wir gucken, was hier noch Wie komme ich hier raus? gibt. Jetski, kann ich den fahren? Oh. Oh ja, klar. War da gerade was? Wir können eine der Mülltonnen bewegen. Die Frage ist, wohin damit? Ah, ich sehe schon. Wieso wir die anderen nicht bewegen können, weiß ich nicht. Aber wir sind hier super stark, das kennen wir ja schon. Wobei, das sieht realistisch aus. Warum geht's so lang? Ich will da oben lang. Das ist wahrscheinlich für die Faulen da unten, die sich das hier nicht antun. Ja, komm schon. Hier den Spezialweg gehen. Oder vielleicht ist der andere Spezialweg? Man weiß es nicht. Ja, loslassen. Loslassen, Ellie. Dankeschön. Ich will hier nicht festsitzen. Okay, was haben wir da? Scheren. Können wir daraus irgendwas basteln? Wir sollten mehr Sprengstoff benutzen. Irgendwas wird hier sein. Ich glaube nicht, dass das Haus leer ist. Oh, wo geht's hier raus? Dann gehst du in den Keller. Ja, super. Haben wir halt den langen Weg genommen? Mhm. Was ist das denn für ein Scheiß? Zwei Wege, die ja zum gleichen Ort führen. Ich dachte, ich bin speziell. Noch special. Kasse kann ich nicht plündern, ne? Ansonsten ist hier nichts. Ich würde tatsächlich das Zeug gerne mitnehmen. Heilung brauche ich auch nicht. Machen wir uns einen Molotow klar. Mal gucken, vielleicht nehmen wir die Scheren später noch mit. Sollte auf jeden Fall eins von dem Zeug auf jeden Fall noch benutzen, aber ich weiß ja nicht, was kommt. Vielleicht wird es noch ein bisschen härter. Okay, wir könnten noch die Tür benutzen, aber ich glaube, die Tür wäre zu laut. Sprengstoff. Eine Schere. Wir haben keinen Zucker. Das Einzige, was uns fehlt, ist Zucker. Wie zum Teufel? Wie war's mit einer Vorwarnung? Okay, die sind also hinter uns her. Das ist gut. Oder schlecht. Ich schleiche mich trotzdem hier durch die Gegend. Die werden hier nämlich früher oder später reinkommen und dann sind sie tot. Echt. Brauche Deckung. Mist, Kerl. Nein! Wer ahnt denn sowas? Während sein Kollege einfach zuguckt. Kaboom. So läuft das hier bei mir. Headshot und Tod. Okay, wir könnten theoretisch hoch. Da die aber von hinten kamen, denke ich mal, dass da hinten ein Ausgang ist. Deswegen gehen wir hoch. Man muss nur ein bisschen logisch denken. Und dann findet man jeden Stuff. Wir können nicht hoch. Schade. Ja, die sind einmal rumgelaufen. Da fragt man sich doch, wieso wir dann hier überhaupt reingelaufen sind. Naja, Loot. Das ist eigentlich bestimmt die einzige Erklärung. Übrigens finde ich den Ofen hier super geil. Auch wenn es hier reinschneit. Was den Ofen ziemlich nutzlos macht, aber der ist super geil. Der ist so zentral. Gut, der sieht jetzt nicht besonders hübsch aus, aber der ist so zentral. Und da kann man sich einmal im Kreis drum setzen. Das ist cool. Ist das ein Molotow? Nee, Zutaten. Zutaten für einen Molotow. Ich
Ich weiß nicht, ob wir hier einfach mal rausspazieren können. Ich bezweifle es sehr stark, aber gut. Na, toll. Super. Wie sind die denn bitte hier reingekommen? Oh Gott. Nein, der Typ. Halt still. Ich rette dir das Leben. Oh, shit. So ist gut. Shit. Shit. Holy shit. Sie essen das. Wie fühlst du dich? Super. Ja. Du solltest was essen. Du musst hungrig sein. Du warst lange bewusstlos. Was ist das? Es ist wild. Mit etwas Mensch als Beilage? Nein. Nein, versprochen. Es ist das Hirschfleisch. Du bist ein mieses Schwein. Oh. So ein vorschnelles Urteil. Wenn man bedenkt, dass ihr auch tötet. Wie viel waren's? Die haben uns keine Wahl gelassen. Und du denkst, wir haben eine Wahl? Ist es das? Ihr tötet, um zu leben. Genau wie wir. Wir müssen für uns selbst sorgen und tun, was notwendig ist. Na toll, und was jetzt? Werdet ihr mich in kleine Stücke hacken? Nicht unbedingt. Bitte sag mir deinen Namen. Du bist doch komplett durchgeknallt. Ganz im Gegenteil. Ich war ziemlich ehrlich zu dir. Aber jetzt bist du an der Reihe. Es ist der einzige Weg, die anderen zu überzeugen. Überzeugen wovon? Dass du zu uns passt. Du hast Herz. Du bist loyal. Und besonders. Oh. Genau, brech ihm alles. Brech ihm alles. Dummes kleines Miststück. Du machst es mir wirklich schwer, dich leben zu lassen. Was soll ich denn jetzt den anderen sagen? Ellie. Was? Sag ihnen, Ellie war es, die dir den scheiß Finger gebrochen hat. Wie sagtest du noch? Kleine Stücke. Wir sehen uns morgen, Ellie. Ellie. Ellie! Okay, wir sind wieder Joey. Und wir sind voll mit Munition. Und teilweise am Sterben. Zum Glück haben wir so viel aufgespart. Wir sind aber immer noch verletzt.
Wir sollten aufpassen, dass die Wunde nicht aufreißt. Na, hoffentlich überstehen wir das. Ich habe eigentlich gehofft, dass er überlebt, aber so wie das jetzt aussieht. Das ist normalerweise immer die letzte Tat eines Helden, ne? Verdammt, wo bist du? Und zumindest können wir schon mal laufen. Er ist doch ein Hoffnungsschimmer. Und wir haben alles voll. Willst du mal brechen, alles voll? Na gut. Kann man nichts machen. Ja, ein paar Scheren oder so, das geht noch. Jetski kann ich bestimmt nicht nehmen. Naja, begeben wir uns mal auf die Suche nach Ellie. Ellie! Wo ist sie hingelaufen? Aber wie kommt er jetzt drauf, nach ihr zu suchen? Wie kommt das? Ich meine, er kann doch nicht einfach aufwachen und denken, ja. Was? Shit. Shit. Nein, 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 nein. Wo ist sie? Ups, das war die falsche Taste. Oh shit, er ist da drüben. Ah, schade, war ein Versuch wert. Huch! Wer schießt denn da? Ach, fuck. Ich einfach nicht treffe. Ich bin so ein verdammter Camper, der sich hinter Pixeln versteckt. Oh, 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 oh. Achso, ist ja eine One-Shot, ne? Ach, Mist. Ich dachte, mit der Bewegungsgeschwindigkeit könnte das hinkauen, aber... Ne, wir sollten auf jeden Fall diese Munition dann sparen. Für den Fall der Fälle. Man weiß ja nie. Wo sind die Schweine? Einer ist da hinten rechts hinter dem Gebäude. Geh mal zur Leiche. Oh Gott! Ich dachte, er wäre hinter dem Gebäude. Wie hat er mich denn gesehen? Hier haben wir hinten irgendwo noch jemanden umgebracht, ne? Da. Ah, er hat leider eine Flasche da gelassen. Damit kann ich natürlich nicht sehr viel anfangen. Suchen die mich jetzt ernsthaft? Wo bist du? Du bist da. Wenn Camper einen Gegner suchen. Nichts, was gefunden? Ach shit, er ist da. Ach shit. Na gut, dann halt nicht. Es muss doch auch einen hinteren Weg geben, ne? Wir werden sie jetzt mal von der Seite überraschen. Bleib unten! Laufen die jetzt ernsthaft von mir weg? Ist das so gewollt? Eine Axt. Ja, wieso nicht? Wo sind. Jage ich die jetzt? Ich sehe diesen Bereich nach. Da unten suchen. Komm schon, Mann, es geht. Oh shit, er ist da drüben! Wieso treffe ich keine Köpfe mehr? Was soll das? Schnell weg hier! Die sind immer nur am Weglaufen. Was ist denn los mit denen? Huch. Dankeschön.
Naja, es ist natürlich alles voll. Oh! Hab dich, Arschloch! Mach ihn kalt! Nein! 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 Scheiße! Kommst jetzt! Lass mich los! Was passiert jetzt? Was willst du von mir? Was soll das? Du bleibst hier. So. Das Mädchen. Ist sie am Leben? Welches Mädchen? Ich kenne kein Mädchen. Oh. Jetzt zieh mich an. Sieh her. Ich hole die verdammte Kniescheibe raus. Das Mädchen. Sie lebt. Sie ist Davids neues Spielzeug. Wo? Oh. In der Stadt. In der Stadt. Jetzt wirst du es mir auf der Karte zeigen. Es ist hoffentlich derselbe Punkt, auf den dein Kumpel zeigt. Mach schon. Da ist es. Er bestätigt das. Frag ihn doch. Na los. Ich leg nicht. Verdammte Scheiße, Mann. Er hat dir doch alles gesagt. Von mir erfährst du einen Scheißdreck. Ist schon okay. Ich glaube ihm. Nein! Nein! Heilige. Schon auf. Na los, komm. Hör auf damit. Ich hab dich gewarnt. Ich bin infiziert. Ich bin infiziert. Wirklich. Und du auch. Genau da. Roll den Ärmel hoch. Guck sie an. Ich mach das Spiel mal mit. Was hast du noch mal gesagt? Nichts passiert ohne Grund, ja? Was zur Hölle ist das? Sie wäre längst verwandelt. Die will uns für nur mich verarschen. Sieht verdammt echt aus. Okay, und jetzt? Mein Messer. Oh Gott. Mist. Mann, was ist denn bloß los mit denen? Oh shit. Ich muss laufen. Willst du hin, Ellie? Oh, ich brauche eine Waffe. Okay. Ich schaff das. Okay, das war jetzt schon mal keine Waffe. Ah. Ich stell das mal am besten im Weg. Und jetzt hau ich ab. Oh Gott, da kommt er, ne? Okay, ich muss einen von denen töten, dann krieg ich nämlich eine Waffe. Infiziert. Was? Das Mädchen. Sie ist infiziert und geflohen. Das ist schlecht, David. Okay. Versammelt alle, die nicht bewaffnet sind und bringt sie weg von hier. Oh mein Gott. Wir finden das. Bring die Kinder hier weg. Oh, verdammt. Na los, zeig dir. Gut, jetzt wollen sie mich erst recht töten. Hier durchs Haus huschen, ne? Die sehen mich bestimmt nicht. Durch den Sturm. Mir reicht's langsam. Er ist diesmal zu weit gegangen. Ich sag das schon seit Monaten. Genug ist genug. Die Kleine hat unsere Männer getötet und sie ist infiziert. Machen wir klar Schiff. Dann gibt's eine Stadtversammlung. Wir stimmen über die Herrschaft ab. Oh,
Ich werde mich hier drüben umschauen. Du, sieh da drüben nach. Okay. Kommen jetzt beide rein? Beide kommen rein. Was zum... Hä? Nein! Was war das denn? Aus dem Weg! Oh, shit. Was? Ich hab ihn doch erstochen. Was ist denn hier los? Ja, komm, dann tötet mich. Los, hier. So, was da, was zum Teufel war das? Okay. Auf ein neues. Das war ja gerade total verbuggt. Ah, dass wir nicht leise töten können, ist ein bisschen verwunderlich. Er ist diesmal zu weit gegangen. Ich sag das schon seit Monaten. Genug ist genug. Die Kleine hat unsere Männer getötet und sie ist infiziert. Machen wir klar Schiff. Dann gibt's eine Stadtversammlung. Wir stimmen über die Herrschaft ab. Genau. Hoffentlich hört mich da keiner, wenn du hier drinnen bist. Anscheinend schon. Das dürfte nicht mehr jemand gesehen haben. Okay, dürfte auch niemand. Hört sich gut an. Ein Medikit für uns. Und das war's. Können wir quasi auf den Stein upgraden. Und dann warten wir hier einfach auf den nächsten. Der da jetzt auch kommt. Was geht denn mit dem ab da hinten? Er verhält sich wie mein alter Hund. Ist auch immer im Kreis gelaufen. So, kannst dich direkt neben deinem Freund legen. Will hier noch jemand reinkommen? Also ich frühstücke sie gerne hier drin alle ab. Gar kein Problem. Ja, da kommt der Nächste. Alles klar. Wo läufst du lang, mein Freund? Rechts oder links? Ah, links will er. Ich gehe hier lang. Los noch da unten. Da kommt der Nächste. Wo zum Teufel ist das Scheißgehör? Bei den tausend anderen Leichen, ist da ganz klar. Es ist schon irgendwo ein bisschen peinlich, oder? So, will noch jemand in den Leichenraum? Ich glaub nicht. Frage ist, wie viele sind hier noch im Umkreis? Oder waren das wirklich alle? Also einen höre ich definitiv noch. Na, wo ist der? Aber im Schneesturm höre ich gar nichts. Das ist das Ding. Da scheint auch nichts zu sein. Gehen wir doch mal in die Richtung. Ach, da kommt doch jemand. Und der will hier direkt rein. Zeit, eine neue Leiche zu setzen. Ja, komm, komm rein. Oh. Danke für die Munition, die kann ich gut gebrauchen. Also gut. Die Frage ist nur, wohin? Denk mal hier nicht. Wir müssten jetzt so ziemlich alle erwischt haben, eiskalt.
Und damit würde ich sagen, sehen wir uns einfach morgen wieder. Und dann schauen wir, wie es hier ausgeht. Kommen wir hier heil raus? Sterben vielleicht beide Figuren? Ist das ein tragisches Ende in The Last of Us? Wir erfahren es morgen eventuell oder vielleicht auch später. Haut rein, euer Zero. Tschüss.